willkommen, Freunde der leichten Straßenunterhaltung. Das Wetter lädt mal wieder dazu ein, so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Aber alter Schwede, hä? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ausgegangen ist, aber hier hat der Sturm so ein bisschen was kaputt gemacht. So wie man hier ja schön sehen kann. Also es war auch wirklich am Toben. Jasses so. Ja. Ruiniert. Nun ja, ich hoffe, bei euch ist alles soweit, ja, in Ordnung geblieben, nennen wir das mal so. Ihr seid alle gesund und kommentiert dieses Video jetzt wie verrückt. Nein, also, heutiges Thema ist, und zwar werde ich in letzter Zeit öfters darauf angesprochen, ey, du sag mal, die Ryker, wäre die wohl was für mich? Ich meine, ich bin ja das allwissende Orakel. Natürlich, sage ich dann immer. Klar. Nein, natürlich nicht. Okay, es wird dann speziell. Dann heißt es zum Beispiel, ja, ich bin so mindestens 1,90, 1,98 groß. Und auf dem Quad, da fühle ich mich nicht sicher, nicht verloren. Wie ist denn die Sitzposition an der Ryker? So, das ist für mich natürlich immer ein bisschen schwierig, darauf etwas zu sagen. Weil jeder sitzt irgendwie auch anders auf der Maschine, beziehungsweise auf seiner Maschine drauf. Was ich aber grundsätzlich erstmal sagen kann, wenn das Interesse besteht, sich eine Ryker zu kaufen, ja, da ist doch der einfachste Weg, einfach mal zum Händler des Vertrauens fahren und sagen, ey Kollege, pass mal auf, ich möchte mal eben kurz die Ryker testen, ob ich damit klarkomme. Da wird mit Sicherheit keiner sagen, nee, das machen wir nicht, das funktioniert so nicht, das wollen wir nicht. Okay, aber um vielleicht vorweg schon mal was zu sagen, was man an der Ryker für Einstellungsmöglichkeiten hat. Ich parke mal hier und kann das vielleicht mal eben kurz demonstrieren. Dazu öffnen wir das Visier. So, und zwar hat man in erster Linie die Möglichkeit, den Lenker hier zu verstellen. Dafür klappt man das einfach auf, habe ich jetzt keine Lust zu, und kann das hier entweder nach vorne oder so wie in meinem Fall ist das Ganze nach hinten geschoben, weil ich gerne so ein bisschen proletenhaftig durch die Gegend fahre. Nein, es ist einfach wesentlich bequemer, wenn ich die Arme ausgestreckt habe, als wenn ich die angewinkelt habe. Des Weiteren kann man die Fußrasten inklusive Bremse verstellen. Das heißt also, man kann das Ganze nach vorne, in meinem Fall, wie ich ja gerade schon mal beim Lenker sagte, ist es natürlich ganz nach hinten gesetzt, kann man aber nach vorne ziehen. Somit kann man sich also die Sitzposition dementsprechend anpassen. Das ist möglich. Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist nur eine Maschine für Leute mit einer gewissen Größe, sondern sie ist individuell anpassbar. Von klein, groß, mittelgroß, dick, dünn, was auch immer, intelligent, dumm, was gibt es da noch so für Möglichkeiten? Ihr wisst aber ja, was ich meine. So, also ich persönlich finde diese Sitzposition einfach nur klasse. Ja? Ich setze mich hier so drauf, habe meine Beine leicht angewinkelt, muss aber ja auch sein. Ja, und habe meine Arme, wie gesagt, hier so in diesem Fall durchgestreckt, um natürlich auch besser lenken zu können. Also ich finde die Sitzposition erstklassig. Ich bin auf längeren Touren schon gefahren. Oh, andersrum. Ich bin schon weitere Touren. So, das macht etwas mehr Sinn. Also eine ganze Zeit lang dann auch schon gefahren und hatte keinerlei Probleme, weil ich finde es super bequem. Das ist, glaube ich, wie beim Motorrad, eine Sportmaschine oder eine Chopper. Da sitzt man ja auch komplett anders drauf. Und ich finde es einfach nur super angenehm, hier drauf zu sitzen. Das war ja auch mit so einem Hauptgrund, warum ich mir diese Maschine überhaupt gekauft habe. Weil ich habe die im Laden gesehen, draufgesetzt, ich sage, geil, will ich haben. Ne, gesagt, getan. Ja, also wie gesagt, wenn Interesse besteht, mal eine Ryker zu fahren, auch wenn das immer gerne belächelt wird, von wegen Ryker, ne, da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Das ist aber beim Quad oder beim ATV auch so. Jeder hat so seine, ja, Favorites nenne ich das jetzt mal.
Und das muss ja auch jeder dann selber wissen. Was und wie und überhaupt. Ich drehe nochmal wieder um. Hier ist mir zu viel landwirtschaftlicher Verkehr unterwegs. So, also ich, wie gesagt, Sitzposition finde ich einfach nur absolut ideal, optimal. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ja, außer, dass man das halt eben einstellen kann. Und ja, ich bin hoch zufrieden damit. Ich finde die Fahrt einfach nur klasse. Ich mag da unheimlich gerne mitfahren, weil das eigentlich mehr so ein Cruisen ist auf der Straße. Und machen wir uns ja nichts vor. Mittlerweile werden wir ja komplett eingeschränkt. So, für mich war immer die Möglichkeit, wenn ich ein bisschen im Offroad durch die Gegend ballern möchte, Fürsten Forest. Weil das von mir aus circa eine Stunde Fahrt ungefähr ist. Ja, ich weiß, es gibt jetzt auch noch andere, aber Forest war für mich so das Ding, da bin ich angefangen, Offroad zu fahren. Das habe ich lieben gelernt und bin unheimlich traurig, dass es diesen Park jetzt nicht mehr geben wird. Worauf ich hinaus wollte, es wird sich alles weiter auf die Straße beschränken, habe ich fast das Gefühl. So, und deswegen habe ich mich vor gut einem halben Jahr für die Ryker entschieden und habe es absolut nicht bereut, falls jetzt die Frage kommen sollte. Absolut nicht. Ich liebe das Ding einfach. Mein Quad war genauso, das habe ich auch geliebt. Aber irgendwann, na, ihr kennt das auch, kommt dann so ein, ja, so eine Eingebung, nenne ich das mal. Dann will man Veränderungen, man will schneller werden und ja, das war halt bei mir auch so. Ich bin da mit dem Quad 80, 90, es war zu dem Zeitpunkt immer interessant, es hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich will jetzt nicht schlecht reden, versteht mich bitte nicht falsch. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Aber jetzt ist das hier meins und ich weiß noch nicht, was ich mit dem Quad machen soll. Ob ich das behalten soll, ob ich es verkaufen soll oder ob ich es mir einfach nur ins Regal stellen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Bislang steht sie trocken und warm in der Garage, aber ne, so ein Maschinchen, das muss raus. Aber für mich ist das einfach nichts mehr. Ich bin Ryker-Fahrer. Und ich habe fast die Vermutung, dass ich hier in dieser Gegend der Einzige bin. Weil die Ryker habe ich hier bei mir jetzt noch nicht wirklich gesehen. Also ich kenne keinen, wo ich jemand sagen könnte, hey Kollege, du Ryker, was hältst du davon? Es gibt welche, die sind ein bisschen auswärtig und die haben auch YouTube-Kanal. Aber die kommen jetzt nicht hier bei mir direkt um die Ecke. Ne? Das würde einiges einfacher machen. Ja, so ist das. Was habe ich sonst noch zu berichten? Außer, dass das Wetter einfach nur genial ist. Ich denke mal, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ne? Adios, amigos. Do ba 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 do I do, 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 I do,